Moin Leute, der Dude ist wieder hier mit Rust und wir sind zurück beim zweiten Teil von unserem Hausbauprojekt. Ja, ich habe jetzt eben mal wieder 10, 15 Minuten damit verbracht, neue Teile zu craften. Hab mir jetzt auch die Metal Doors wieder mitgenommen. Und ich denke mal, dass wir das Gröbste jetzt auf jeden Fall fertig kriegen. Ich habe jetzt nochmal kurz durchgerechnet. Es wird uns auf jeden Fall noch an Holz fehlen. Ich werde nochmal weiter Holz farmen müssen, so oder so. Ja, die Foundations brauchen halt viel. Wenn ihr jetzt denkt, warum baut er die ganzen Foundations damit drauf? Ja, ist halt vielleicht ganz praktisch zu wissen, dass man diese Foundations nicht zerstören kann. So, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Einmal. Und noch einmal. Genau. Wie gesagt, es wird ein kuscheliger Bunker, so ist es jedenfalls beabsichtigt, bietet jetzt nicht so über... Oh Gott, Leck, das ist immer gefährlich. Nicht so viel Raum für extrem viele Leute. Jetzt ist die Frage, was ich mich gerade frage. Das hatte ich mich vorher schon gefragt. Ich weiß nicht, wir werden es gleich rausfinden. Wenn ich hier die Foundations anbaue, brauche ich da oben gar keine Wände mehr. Das heißt, ich habe die ganzen Wände umsonst gebaut? Ich hoffe, das kann ich da auch wirklich anbauen. Falls nicht, habe ich ein Problem, weil so eine Wand einzureißen, da brauchst du mal locker 6, 7, 8 C4-Ladung für. Das wäre äußerst ungünstig, auf jeden Fall. Ja. Wir hoffen mal das Beste. Das hätte ich vielleicht vorher mal durchtesten sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Nee, 6. Einmal. Und hier auch noch. So, jetzt kann ich das gleich hier drüben mal testen. Wir werden es ja gleich sehen. Einmal. Jetzt kommt's. Oh, ein Glück. Wow! Aber irgendwie ist es schief. So. An dieser Stelle ist mir die Audiospur abgeschmiert, liebe Freunde. Und deshalb bekommt ihr das restliche Video von mir nochmal nachkommentiert. Was eigentlich überhaupt nicht meine Stärke ist und was ich überhaupt nicht so kann und mag. Aber ich tue es einfach, weil es wäre schade, jetzt diese Aufnahme in den Müll zu schmeißen. Deswegen, und das will ich jetzt nicht unbedingt haben. Ihr wollt ja auch wissen, wie wir das Haus weitergebaut haben. Ja, das Ganze war etwas schief. Also ich dachte, es kam vielleicht durch den Boden, dass das Ganze, die Bretter jedenfalls so schief aussahen, aber das ist anscheinend normal, wie ich später dann festgestellt hatte. Ja, das ganze Haus, was ich hier gebaut habe, das die erste Safety-Version, die war noch vor dem vorletzten Vibe. Inzwischen kann man leider keine Foundations mehr stapeln, so wie ich es hier gemacht habe. Und von daher gibt es in Zukunft leider auch keine kuscheligen Bunker mehr. Unbreakable waren die Foundations in dem Sinne auch nicht, aber man braucht jede Menge C4 für, oder hat dafür jede Menge C4 gebraucht. Jetzt ist es so, ja. Man muss einfach Wände aufbauen, anstatt die Foundations hochzustapeln als äußerste Verteidigungswand. So eine Wand braucht ungefähr 4 C4-Ladung, glaube ich. Dann ist die durch. Da muss man halt schon ein bisschen umplanen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie könnte man das weitermachen in Zukunft ohne Foundations zu stapeln. Hab ein paar interessante Ideen gehabt, die ich in den nächsten Folgen euch auch zeigen werde. Also ich habe jede Menge Material noch von Rust. Inzwischen auch mit Scar einen kleinen Raid, plus mit Dark Tins auch nochmal. Also wir dritt zusammen nochmal später. Da wird sich der eine oder andere fragen, wo haben die jetzt die Keys herbekommen? Und der Dude hat jetzt auch seinen eigenen Key. Nur woher hat er das? Ist eine ganz witzige Geschichte, kann ich euch kurz erzählen. Ich war in einem Rust-Stream. Es war der einzige, der gerade gestreamt hat, Rust. Mit 8 Zuschauern, inklusive mir. Und irgendwann hat jemand mit Pet irgendwas, hieß der glaube ich, der Username, so eine Key-Zeile rausgehauen und meinte, hier Keys, blablabla, 6 Stück, müsst ihr in Caps schreiben. Ich so, ah ja, Troll, wie immer, kennt man ja aus den Rust-Streams im Chat. Einfach ignoriert. So, dann 3 Minuten später schreibt jemand rein, danke Pet. Ich so, okay, ich hab nochmal überlegt, Pet, der Name kommt mir bekannt vor, es ist einer der Rust-Entwickler. Die heißen ja, also Gary Newman ist der Hauptentwickler, dann Pet und Help. Dann dachte ich mir, okay, probierst es mal, hab dann den ersten Key probiert.
Hat nicht geklappt. Den zweiten, zack, hat geklappt. So, juhu. Schnell weiter reagiert noch für Ska und für Darktins noch einen Key registriert. Und ja, für Q konnte ich auch noch einen eigenen endlich registrieren. Und dann waren die anderen dann auch schon wieder weg. Also 4 von 6 habe ich abgestaubt. Das war echt mehr Glück als Verstand, das kann ich euch sagen. Das ist so wie Ostern und Weihnachten zusammen. Naja, gut. Diese Aufnahme liegt auf jeden Fall jetzt schon eine gute Woche her, locker. Von daher weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, was ich da alles geplappert habe. Das ist bei mir sowieso immer spontan aus dem Bauch raus. Von daher, egal, gibt es halt für mich nachkommentiert. Ich hoffe, es ist okay für euch. Wie gesagt, ich wollte diese restliche Aufnahme jetzt nicht in die Tonne schmeißen und dann... Ja, ist ein bisschen blöd, das Haus angefangen zu bauen, zu zeigen für euch und dann seht ihr den Rest nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, es sah schon ganz cool aus, also ich hatte das Haus, ich vermisse das Haus irgendwie, vor allem auch, dass man die Foundations stapeln konnte, das vermisse ich ohne Ende. Habe ich extra nochmal ein paar Flares für euch angeschmissen, weil es dann auch recht dunkel war. Ich meine, ich habe bei mir minimal das Gamma ein bisschen hoch gemacht, ich konnte es etwas sehen soweit. Aber wie gesagt, ich habe mit Camtasia leider nicht die Möglichkeit, die Videos aufzuhellen. Muss ich für die Zukunft immer vielleicht ein anderes Programm suchen, mal schauen. Müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder in diesem Gebiet gesiedelt, ein bisschen tiefer noch hinten. Das werdet ihr später sehen mit dem neuen Haus. Sieht ganz cool aus. Das Haus, was wir heute angefangen haben zu bauen, ich glaube, da werde ich bei Facebook mal ein Bild von posten. Da habe ich noch einen Screenshot von gemacht. Das kommt auch in den nächsten Folgen. Also die Folge beschäftigt sich hier jetzt, ist Teil 2 von dem Hausbau, komplett noch, wie ich das Haus fertigstelle soweit. Oder ich hatte es nicht ganz fertiggestellt, fällt mir gerade ein. Stimmt, ich hatte es zu 90% fertig und dann hatte ich ja, was war Donnerstag, Livestream gehabt. Und dann haben wir es im Livestream fertig gebaut, stimmt. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich das machen will. Ich glaube, da werde ich irgendwie mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem wie lange das dauert, aus dem Livestream. Einen Livestream rausschneiden und als ja, Anhangsfolge mit hochladen für euch. Die Livestream-Aufnahmen kann ich leider nicht nachbearbeiten, von daher gibt es ja noch ohne Intro und alles. Wow. Also der Baustil, der ist ähnlich auf jeden Fall, den habe ich beibehalten. Ich habe ihn nur ein bisschen abgeändert, je nachdem durch die Updates kam das ja, wie gesagt, Foundations kannst du nicht mehr stapeln und solche ganzen Geschichten. Das Decay-System funktioniert auf jeden Fall endlich. Das war ja dann zuerst am Anfang nur 24 Stunden, dann waren die Sachen teilweise schon vorher weg und das war ein bisschen blöd. Jetzt ist es irgendwie auf 5 Tage gesetzt. Dann gab es das Problem, dass man Teile nicht reparieren konnte, nur die Türen und die Storage-Boxen. Jetzt funktioniert das endlich. Das Einzige, was noch nicht funktioniert, ist die Small Stash, ist diese kleinen Säckchen, die man als Lagerplatz benutzen kann. Die kann man immer noch nicht reparieren. Was schade ist auf jeden Fall, aber naja. Das sieht irgendwie schon aus wie so eine kleine Kirche, so Kreuzform. Oh, herrlich. Also Rust macht auf jeden Fall immer noch Spaß, weil es, wie gesagt, es kann sein, dass es irgendwann sich aktuell vom momentanen Stand des Contents noch irgendwann totläuft, dann langweilt. Aber bei mir ist es so immer, ich kann mich da endlos für begeistern. Vor allem hat man ja auch immer die Angst im Nacken, wenn man geratet wird. Ja, auf jeden Fall gab es hier einige Türen, die ich hier gesetzt hatte. Einige Räume. Ich hatte das Haus, glaube ich, dann später nochmal nachgebaut, aber ohne die Foundations. Dann ist ein Scar noch reingezogen. Und dann sah das ganz anders aus. Dann haben wir es verwurstelt, dann gab es wieder ein Wipe jetzt vor ein, zwei Tagen. Und dann mal gucken, bin ich ja mal gespannt, was wir noch so erleben werden. Auf jeden Fall ein Raid mit Scar dürfte jetzt in der übernächsten Folge kommen. Und danach kommen Folgen, wo wir dann zu dritt aufgenommen haben, wo wir kräftig am Zocken sind. Oh Gott, jetzt ist es saudunkel, jetzt sehe ich fast gar nichts mehr. Hatte ich denn irgendwie noch gar keine Taschenlampe auf der Waffe? Nee, ich glaube nicht. Leider nicht. Ah, ja, auf jeden Fall, es halten sich immer noch die Gerüchte, dass Rust demnächst rauskommen soll in der Alpha. Also es wurde jetzt in dieser Woche auch, wie nennt sich das? Also es wurde irgendeine Serverstruktur verändert. Wurde mit eingebunden, also es wurde ziemlich viel verändert an der Serverstruktur. Jede Menge Patches, Fixes, Silencer funktionieren endlich auch. Mit dem Nachteil halt, dass sie 35% weniger Range haben, also Reichweite, und 25% weniger Damage machen. Die Leute rennen aber immer noch viel mit Silencer rum, einfach aus dem Grund, da der Vorteil
dass man auf kurze Distanz oder auf der Distanz, die man halt trotzdem noch hat mit der Waffe, extrem weniger Recoil hat und dadurch ziemlich gut zielen kann. Und auch ein bisschen mehr sprayen kann und auch ein bisschen mehr Erfolg hat damit. Ja. Ja, wie gesagt, es gab inzwischen einen komplett Total-Vibe. Es gab nicht nur einen Map-Vibe, es gab nicht nur einen Inventar-Vibe, also alle Items, die man da drin hatte, waren auch weg. Sondern es gab auch noch den Blueprint-Vibe. Das heißt, alle Sachen, die man gelernt hatte, musste man komplett bei Null starten. Und das war so ein Massaker an dem Tag, wo das losging, dass man wieder spielen konnte. Es waren wieder um die 120, 140 Leute auf dem Server und ich bin auch nur reingerannt ins Map-Center, Zombies versucht zu farmen, Blueprints zu finden. Dann bestand das Problem, also ich hatte beim ersten Mal Metal Door Blueprint, M4 Blueprint und Holocyte Blueprint. So das Wichtigste eigentlich für mich in dem Moment. Und das Problem war, es gab einen Glitch, dass bei 80-70% der Spieler zu dem Zeitpunkt die Blueprints wieder gelöscht wurden, nachdem man gestorben ist. So, und dann musste ich später wieder neu anfangen und naja. Inzwischen haben wir die wichtigsten Sachen. Was mir jetzt noch fehlt, sind so Kevlar-Weste und Kevlar-Schuhe. Aber das werden wir uns auf jeden Fall noch irgendwie holen, denke ich mal. Ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, genau. Oh Gott, da habe ich ewig rumgefummelt mit den Türen, die ja als Fensterluken fungiert haben, die da einzusetzen. Oh Gott, das sollte ich eigentlich raussteigen, lieber. Es dauert ewig. Da rumgefummelt, Wahnsinn. Das sollte auch bald Tag werden, denke ich mal. Dann sehen wir alle ein bisschen mehr endlich. Oh Gott, jetzt werde ich über Skype angeschrieben. Thematisch Rust. Weißt du schon was Neues zu Rust? Nein, weiß ich nicht. Ich schreibe mal eben schnell zurück. So. Ach ja. Auf jeden Fall habe ich momentan auch irgendwie, immer wenn ich looten bin, an Holz suchen. Also es ist schwieriger geworden. Ich weiß nicht, ob ich einfach das Pech habe, dass in dem Gebiet, wo ich mal looten bin, auch gleichzeitig, da rennen auch mal Leute rum, die ich mal so knapp umgehen konnte. Aber ich habe das Gefühl, es spawnen etwas weniger Woodpiles. Ich weiß nicht, ob die Entwickler das so eingebaut haben, um diese drastischen, ja, diese Bauexzesse ein bisschen zu stoppen. Also es gibt teilweise krasse Häuser, zum Beispiel von einem Spieler, was ich mal gesehen habe. Ich stand vielleicht kurz, also ich kann die Screenshots eigentlich mal kurz einblenden. Ich habe zwei Stück gemacht. Da sieht man praktisch, wie die Holzstrukturen von dem Haus noch überhaupt gar nicht gerendert haben. Auf die kurze Entfernung, wie ihr da sehen könnt. Aber die Türen, wie viele Türen da drin hat. Das Haus nenne ich mal auf jeden Fall sicher. Aber da darf man auf jeden Fall jede Menge Instandhaltungsarbeiten durchführen. Und als ich dann irgendwie so ab Höhe der Straße noch ein paar Meter vorgegangen bin und dann haben erst die Holztexturen gerendert von diesem Gebäude. Ich hatte glaube ich noch 5 bis 10 FPS, hat so dermaßen geleckt, Wahnsinn. Also, ich glaube, also heute ist Freitag und irgendwie habe ich gelesen, Gary Newman hätte gepostet, das sind, oder im Chat in-game meinte er irgendwie, es sind 18.000 Bauobjekte, also so Hausbauteile, verbaut bisher auf dem Server wieder. Und das aktuelle Maximum liegt bei 64.000. Also wird es, denke ich mal, spätestens in einer Woche wieder ein Wipe geben, ein Map-Wipe. Je nachdem, wie sich das verhält mit dem Decay-System. Wie viele Sachen halt verfallen. Die Shacks und so sind relativ schnell verfallen. Obwohl, das haben sie auch wieder gefixt. Es war ein Bug, dass sie so schnell weggingen. Könnte mir gut vorstellen, dass sie das wieder ein paar Tage runtersetzen. So, jetzt haben wir Zappenduster. Wahnsinn. Ich glaube, ich hatte noch 4 Flares, ja. Würde... Ja, super. Ich kenne mich doch. Zum Glück habe ich da noch eine Flare genommen, ey. Also die oberste Etage sollte eigentlich so der Ausguck werden, wo man mal rausschießen kann. Und später hatte ich auf jeden Fall eine coole Idee noch gehabt. Ich weiß nicht, an welcher Stelle des Videos es war. Eigentlich sollte das dann halt unten so, das ist der Hohlraum und oben, ja, der Wohnbereich quasi. Und dann, als ich dann irgendwo runtergesprungen bin, ich glaube, die Stelle kommt noch in dem Video, da war es ein bisschen heller, kam mir so die glorreiche Idee, das wäre eine totale Platzverschwendung. Warum nicht einen Keller anbauen? Vor allem zu dem Zeitpunkt ging das ja halt mit den Foundations, das zu stapeln. Und da hat sich das total angeboten, einfach mal einen zu verlängern nach hinten, eine Treppe einzubauen nach unten und den unteren Bereich als Safe Point zu nehmen für das ganze Loot. Weil zu dem Zeitpunkt war das echt der sicherste Ort. Und ich glaube, das hatten wir dann im Livestream, ein paar von euch waren ja glaube ich dabei, die haben es in der Mitte gekriegt, dann haben wir das da fertig gebaut. Ich denke mal, ich werde
den Part aus dem Livestream mal versuchen irgendwie rauszuschneiden und hochzuladen, wo ich da noch am Bauen bin, damit wir das praktisch als ein Bauprojekt zusammen fertig haben in der Aufnahme, wo ich zwischendurch nochmal Material looten bin, eine Stunde oder so, das schneide ich natürlich raus. Da ist noch nichts wirklich Aufregendes passiert, außer dass er gestorben ist. Ja. Da gehe ich schön das Dach ab und überlege mir gerade, was ich mache. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon wieder ein Weilchen her. Ich glaube, jetzt fällt mir das so... Jetzt dämmert mir das, glaube ich, in dem Video. In dem Zeitpunkt dämmert mir das so ein bisschen. War das schon die Foundation? Nee, das war die äußere Foundation. Ich glaube, als ich die Wand hochgezogen hatte, danach fiel mir das ein mit dem... mit dem Kellerobjekt. Aber zum Glück wird es wenigstens ein bisschen heller jetzt. Dann sehen wir alle mehr. Ja, ich glaube, in dem Moment war ich noch am Craften, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Oh Gott. Ich hasse es nachzukommentieren, ganz ehrlich. Live ist wesentlich besser, das ist mein Ding. Da weiß ich wesentlich mehr zu erzählen. Oder ich weiß es nicht, ich plappe einfach doch los. Hier hatten wir noch diesen wunderschönen Laser-Side-Bug. Dass er die Animation vom Laser-Sighter noch drin steckt, das haben sie später auch rausgepatcht. Ein sehr lustiges Ding. Das ist mir, glaube ich, vorher schon mal passiert irgendwie. Ich frage mich, wie das kam. Egal. Ich glaube, an der Stelle, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste ich noch ein paar Foundations gecraftet haben. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Sonst schneiden wir das raus. So. Kurzer Cut, liebe Freunde. Nicht viel passiert in den letzten paar Minuten. Ich bin dumm ums Haus gelatscht. Geschlichen, als ich gecraftet hatte. Die Foundations. Hab mein Bettchen platziert. Ein paar Türen gesetzt. Und dann, ja. Endlich die letzten Foundations aus meinen restlichen Woodplanks rausgeballert. Die wir jetzt hier wunderschön am Setzen sind. Das sollte eigentlich der letzte Ort, da werden. Beziehungsweise die letzte Stelle, da wollte ich noch einmal rumgehen mit. Beziehungsweise wo links und rechts die Wände hochgezogen werden sollten mit Foundations. 5 Stück habe ich dann noch. Als nächstes glaube ich mich zu erinnern, dass wir halt die linke Seite vom vorderen Eingang aus hochgezogen haben. Und dann sind wir auf die glorreiche Idee damals gekommen. Einfach den unteren Bereich des Wohnbereichs als Hohlraum zu benutzen. Ja, schade, dass der Vibe kam, dass der Patch war. Es war schon eine gute Idee auf jeden Fall. Konnte es eigentlich nie so wirklich testen, ob es wie extrem raid-sicher es ist, weil ich nie wirklich Besuch hatte. Wir hatten das Haus, was ich danach gebaut hatte, vor dem letzten Vibe jetzt, da war Dark Tins auch schon mit dabei, so mit Scar und Dark. Da hatten wir einmal Besuch gehabt in dem Valley. Das erste Mal, 2 Typen, die kamen auch zum Raiden. Die hatten auch Barricades dabei, 2 Typen. Einen konnten wir erledigen, der andere hat sich aus dem Staub gemacht. Beziehungsweise, ja, war schon eine lustige Situation. Da geht einem schon die Muffe, muss ich sagen. Ja, und hier in dem Moment kam mir die Idee mit dem Keller. Das wäre echt eine gute Sache. Vorne noch ein Foundation, die Wände hochziehen und dann den einen Raum oben erweitern, eine Treppe runter, was wir dann später gebaut haben. Richtig schöner Bunker, muss ich sagen. Schade, dass ich keine Screenshots davon gemacht hatte. So fürs Poesiealbum. Dein Haus, mein Auto. Übrigens gab es dann irgendwann auch wieder nach, ich glaube, dem vorletzten Vibe war das, dass die Devs mal wieder Just for Fun für 1-2 Stunden Autos reingespawnt hatten, diese roten Flitzer, die man auf YouTube, da gibt es auch ein Video von, wo sie es schon mal gemacht hatten. Dann war ich mitten auf dem Mount Everest, auf den Riesenberg da hinten, und dann haben mich 2 mit dem Auto verfolgt und versucht mich überzufahren. Ich war sehr angepisst von den Entwicklern, muss ich sagen. Ich dachte mir nur, wenn ich jetzt krepiere durch die Asche mit dem Auto, dann raste ich aus. Naja, es ist eine Pre-Alpha, Leute, ist just for fun. Wir hatten in letzter Zeit auch sehr viele Serverabstürze, wo man dann auch teilweise 2 Stunden nicht raufkam, weil dann wieder was gepatcht wurde und. Gehört dazu. Man ist ja in dem Moment nicht drauf, um wirklich nur zu spielen, sondern man ist eine Testperson, man testet einfach. Bugs sind ständig da, Serverabstürze können passieren, Patches passieren ständig, Wipes muss man mit rechnen. Wenn man eben was gesammelt und aufgebaut hat, dann kann es später 1-2 Tage auch schon wieder weg sein.
Man muss für den Moment leben. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt halt Gedanken gemacht, wie ich genau den Kellerausbau machen werde. Mein Holz war leider alle, deswegen, ja, hatte ich überlegt, so, da wir auch an dem Tag gestreamt hatten, mache ich das im Stream, bin ich, glaube ich, losgerannt, habe Holz gesucht und dann habe ich das irgendwie fertig gemacht. Das wäre dann die nächste Folge, die Livestream-Aufzeichnung. Ich glaube, wir sind fertig geworden in der Livestream-Aufzeichnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also so 99% waren... Ich glaube, den Innenausbau unten, den hatte ich noch nicht fertig. Aber an sich, das Gerüst war schon komplett fertig mit der Treppe nach unten, dass man runterlatschen konnte. Ich hatte, glaube ich, auch schon eine Box dahingestellt. Ja, 40 Woodplanks hatte ich noch. Da hätte ich theoretisch noch ein paar Foundations machen können. Aber da ich... Der Plan musste erst in meinem Kopf noch genau ausreifen, wie ich das taktisch am besten mache. Es sieht schon episch aus, das Haus. Ich vermisse es irgendwie, ganz ehrlich. Obwohl das neue ist auch nicht schlecht. Aber trotzdem, das ist so das erste richtige Safe-Haus, was der Dude gebaut hat. Na, natürlich nicht hundertprozentig safe, aber... Es ist schon richtig schwer gewesen, wenn man, als es fertig war, da einzubrechen. Da brauchte man jede Menge C4-Ladung für... Könnte man jetzt theoretisch noch schnell einen Screenshot machen. Warum nicht? Gute Idee eigentlich. Muss ich mir gleich aufschreiben. Ja. Denke mal, das war's dann soweit zu der Folge auch. Mehr ist nicht passiert. Und... Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuschauen. Wie gesagt, die nächste Folge wird dann, wie ich das, glaube ich, soweit fertigstelle, im Livestream werde ich rausschneiden und dann so direkt hochladen, da ich es halt nicht mit Camtasia nachbearbeiten kann. Dieses Dateiformat ist aber auf jeden Fall in 27p. Von daher, Quali ist auf jeden Fall gut. Und seid gespannt auf die nächsten Folgen, was wir noch so erlebt haben im Trio dann. Der Dude muss nicht mehr alleine rumziehen. Er hat endlich ein paar Leute an seiner Seite. Es ist nicht mehr so einsam, es ist nicht mehr ganz so gefährlich. Ja, das war's von mir auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.